Es geht darum, dass wir, wenn es um eine Verlängerung des Programms gehen, substanziell wissen müssen, was bedeutet das. Wir müssen ja auch den Menschen in anderen europäischen Ländern sagen können, was heißt das. Und da sind noch viele technische Fragen zu klären. Da muss gearbeitet werden, da müssen Beschlüsse gefasst werden. Und ich gehe jetzt hier nicht in die Einzelheiten. Die Finanzminister werden sich darüber heute intensiv austauschen. Seitdem wir griechische Programme haben, ist die deutsche Politik darauf ausgerichtet, im Übrigen die Politik aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union, soweit sie dem Euro angehören, dass wir das Ziel haben, dass Griechenland im Euroraum bleibt. Dafür hat das griechische Volk erhebliche Opfer erbracht. Dafür sind auch Fortschritte erzielt worden, auch wenn die Lage auf dem Arbeitsmarkt noch sehr schwierig ist. So gab es doch in letzter Zeit wieder Wachstum und andere positive Effekte. Und wir werden alles versuchen, um diesen Weg auch fortzusetzen.